Liebe Christine, ich habe heute die Ehre, im Namen unserer gesamten Gruppe die Weihnachtsrede für dich halten zu dürfen. Eine große Herausforderung, denn Worte vermögen nur schwer zu beschreiben, wer du bist, was du bist, was du leistest und zu welchen Energien du Zugang hast. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich dich und deine Arbeit beschreiben kann. Wo kann ich fündig werden, um das menschlich schier Unmögliche deines Seins sichtbar, hörbar, erlebbar oder beschreibbar zu machen? So habe ich mich auf die Suche nach Ausdrucksformen gemacht und bin dabei dem Reich der Künste begegnet. Hier wurden mir die prächtigsten Möglichkeiten offenbart, um dein Wesen in Worten hell erstrahlen lassen zu können. Liebe Christine, hier stehe ich nun inmitten dem Reich der Künste mit seinen wunderbaren Möglichkeiten und schmückenden Ausdrucksformen, derer ich mich bedienen darf. Wäre ich ein Maler, Himmel, Christine, ich würde ein Bild dir malen, wie es die Welt noch nicht hat sehen können. Groß, bunt, leuchtend, ausdrucksstark, anziehend, magisch, mit den herrlichsten, aufregendsten, ungewöhnlichsten, schillerndsten Farben und Formen versehen. In atemloser Vielfalt, inspiriert von höchsten Energien. Dieses Bild prägt sich ein in die Herzen und in den Geist der Menschen und schenkt ihnen heilende Verwandlung. Wäre ich ein Musiker, Himmel, Christine, ich würde ein Lied dir komponieren, wie es die Welt noch nicht hat hören können. Töne, geschmeidig wie Samt und Seide, die sich wie Perlen aneinander schmiegen und mit ihren Melodien die Herzen der Menschen verzaubern und ihre Seelen in ungeahnte Höhen schwingen lassen. Ein Lied nicht von dieser Welt, komponiert im Jetzt der Gegenwart, inspiriert durch die Ewigkeit und gewidmet der Unendlichkeit. Wäre ich eine Tänzerin, Himmel Christine, ich würde einen Tanz dir darbieten, wie ihn die Welt noch nicht hat erleben können. Ein Körper, vereint mit Geist und Seele, überwindet Materie und schwebt geschmeidig durch die Lüfte von Zeit und Raum. Getragen von Leichtigkeit und tiefem Vertrauen wird der Körper zu reiner Energie, deren Schwingungen die ganze Welt mit Leichtigkeit zum Tanzen bringen, im gemeinsamen Takt von Herzschlag und Gefühl. Wäre ich ein Dichter, Himmel Christine, ich würde ein Gedicht dir schreiben, wie es die Welt noch nicht hat vernehmen können. Worte, nie in dieser Form gehört oder gesprochen. Neu, fremd, aufwühlend und zutiefst berührend fügen sich gefunden aneinander. Gegensätze verbinden sich, werden zu neuen Wahrheiten, die sich in der nächsten Strophe wieder auflösen und neu formieren. Jede Zeile, jeder Vers, eine neue Offenbarung, ein neuer Reim. Ein Gedicht so einmalig und schöpferisch wie der Ursprung selbst. Kein Schema, das es lenkt, kein Maßstab, der angelegt werden könnte. Es auswendig zu lernen, unmöglich. Es im Vorhinein festzulegen, unmöglich. Es zu wiederholen, unmöglich. Ja, unmöglich und dennoch möglich. Das ist wohl die wahre und hocherlesene Essenz, aus der du und deine Arbeit entspringen. Liebe Christine, ich bin ein Mitglied deiner Gruppe, eine Gruppe, die du geschaffen und ins Leben gerufen hast. Du hast aus einzelnen Menschen ein großes Ganzes, eine Gemeinschaft geschaffen.
aus uns Einzelblüten einen bunten Blumenstrauß gebunden, aus dem nun ein einzigartiges Blumenbouquet und kostbares Kunstwerk entstanden ist. Durch dich leuchten wir in den schillerndsten Farben und Formen. Deine Melodie lässt unsere Seelen in ungeahnte Höhen schwingen. Mit dir überwinden wir Materie sowie Zeit und Raum, entdecken neue Wahrheiten und verbinden Gegensätze. Liebe Christine, ich danke dir im Namen der Gruppe und im Namen der geistigen Welt aus tiefstem Herzen für dein Sein und Wirken. Denn Wunder existieren jetzt. Liebe Gruppe, lieber Agilus in Vertretung der geistigen Welt. Mein Dank geht an euch, liebe Gruppe, an dich, lieber Agilus, und an das Imperium des Geistes. Mein Weg nur möglich in der Verbundenheit mit euch allen hat mich durch viele Täler in ungeahnte Höhen geführt. Ich bin mir eurer Hilfe, eurer Ausdauer und Stabilität bewusst und ich weiß, dass nur im Zusammenhalt unserer Seins diese Wege für uns alle möglich sind. Wir haben in der Gemeinsamkeit unsere Erfüllung und unsere Lebensziele gefunden. Mag der Weg nicht immer leicht gewesen sein, mögen viele Steine uns scheinbar getroffen haben, so wussten wir immer, dass in der Einheit und im Zusammenspiel unsere Stärke liegt. Unser Weg, unsere Liebe zueinander, führt uns unaufhaltsam bis ans Ende unserer irdischen Tage, um den Geist Gottes, die Klarheit in der Klarheit, in Empfang nehmen zu dürfen. In Liebe, Christine mit Agilus.